Erneute Massenproteste gegen die umstrittene Justizreform in Israel. Die größte Demonstration findet in Tel Aviv statt. Auch in anderen Städten gibt es erneut Proteste. Seit Monaten kommt es zu Großdemonstrationen gegen das Vorhaben der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Kritiker werfen der Regierung vor, die Justiz schwächen zu wollen und die Demokratie in Israel aushöhlen zu wollen. Netanyahu setzte wegen der Proteste das Gesetzgebungsverfahren bis Ende April aus. Präsident Isaac Herzog vermittelt zwischen Regierung und Opposition. Bisher wurde kein Kompromiss erzielt.